Hey meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Orakel hier bei mir, Herz und Seelentarot. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt auch so wunderschöne Tage wie ich heute aktuell. Also das Wetter ist super. Ich gehe jetzt gleich auch nochmal direkt wieder weiter raus. Ich wollte heute aber nochmal mit einem Lenormand-Kartendeck, das Kartendeck von mir persönlich, ne, das einmalige Auflage, gibt es bis jetzt nur einmal. Die Botschaften des Seelenpartners, das Orakelkartenset, habe ich jetzt gerade leider nicht hier zur Hand, aber das könnt ihr ja auf jeden Fall sehr, sehr gerne auch bei mir erwerben. Da kannst du mich gerne auch mal per E-Mail anschreiben, wenn du das gerne möchtest. Ich überlege auch bereits schon mal, ja, vielleicht bei einer gewissen Anzahl an Follower auf Instagram eine Verlosung dazu machen mit einem Kartendeck von mir. Und natürlich dann vielleicht auch wieder eine private Legung zu verlosen. Aber da werde ich euch noch alle Infos zukommen lassen. Vielleicht dann auch mal wieder hier auf YouTube eine Verlosung machen. Schreib mir doch gerne in die Kommentare und lass es mich mit einem Like wissen, wenn du gerne auch wieder eine Verlosung bei mir haben möchtest. Wenn du dich darüber freuen würdest. Ja, also schauen wir heute mal, bevor ich jetzt gleich wieder hinausgehe. Hinaus ins schöne Wetter. Ich hoffe, ihr genießt auch diese schönen Tage. Ihr könnt mir gerne auch mal schreiben, was ihr aktuell so Schönes draußen macht, wenn ihr denn die Zeit dazu habt. Ansonsten schauen wir jetzt mal, was möchte das Tagesorakel uns denn heute sagen? Die Zeitkarte. Okay. Erstmal, jetzt muss ich wieder umdenken. Die Zeit, dann die Zeichen. Oh, und dann der Storch. Also das ist doch mal erstmal eine absolute schöne Tendenz. An der Unterseite habe ich hier auch noch das Kind. Ich werde jetzt wahrscheinlich aber gleich noch weiter mischen. Deshalb schaue ich jetzt erstmal auf die Karten, die jetzt hier gefallen sind. Also die Zeitkarte bedeutet, etwas benötigt noch eine gewisse Zeit. Es ist jetzt vielleicht aber auch die Zeit, etwas zu erreichen, eine Veränderung zu erreichen. Denn hier sehen wir auch mit dem Storch eine positive Veränderung. Zeichen können in Form von Federn sein. Federn passt ja auch zum Storch, ne? Über Tiere, über Vögel oder eben über doppelte Zahlen, dreifache Zahlen. Ne? Schaue du genau auf die Zeiten, auf die Uhrzeiten, auf Federn, auf irgendwelche Symbole, die dir entgegengebracht werden. Und wenn du solche Zeichen bekommst, heißt das letztendlich, dass du vertrauen darfst, dass dir eine wunderschöne Veränderung auf dich zukommt. Was darf ich noch mehr dazu wissen? Eine Botschaft bitte nochmal weitermischen. Was darf ich zu dieser Veränderung wissen? Was ist das für eine Veränderung? Oh, spannend. Eine Veränderung in einer Seelenpartnerschaft, in einer Seelenverbindung zu deinem Herzmensch. Okay. Ja. Okay, da muss ich nochmal zwei Szenarien jetzt gleich sagen. Hier ist jetzt noch die Schlange. Das heißt, vielleicht gibt es noch eine dritte Person. Vielleicht gibt es äußere Einflüsse, äußere Verstrickungen oder das Hin und Her zwischen euch beiden. Ne, das kann ganz verschiedenes jetzt sein. Es hängt jetzt auch von deiner Situation ab. Weißt du, ob es da vielleicht noch eine Ex-Partnerin gibt? Weißt du, ob es da vielleicht noch eine andere Frau gibt? Einen anderen Partner? Ich lege natürlich hier aus der Perspektive einer Frau, die einen Mann liebt, wenn sich die Seelenverbindung zeigt. Für dich kann es natürlich auch gegebenenfalls andersherum sein, ne? Also denke du es bitte für dich um. Aber in der Kombination, die Karten, die jetzt hier noch gefallen sind, sehe ich die Schlange eher als vor allem am meisten hier als Verstrickung, weil hier zeigt sich die Karte der Würfel und danach noch die Maske. Das heißt, hier ist noch so eine Verstrickung. Man kann noch nicht hundertprozentig authentisch sein. Und das darf hier jetzt noch in die Heilung gehen. Das benötigt jetzt Zeit für diese Heilung. Zeit, damit hier die Veränderung kommen kann. Die positive Veränderung ist sozusagen, dass hier die Heilung kommt. Dass eben das Hin und Her, ja, kann ich zu den Gefühlen stehen oder nicht, ne? Man hat hier noch ein Risiko in dieser Verbindung. Was dieses Risiko letztendlich bedeutet, hier an der Unterseite haben wir, ist es nur Freundschaft oder ist es mehr? Kann man vertrauen? Ja, nein, vielleicht, ne? Was ist da los, ne? Okay, Spiegelung natürlich. Vor allem mit Ängste. Vertrauen. Vertrauensängste, nicht richtig die Gefühle offenbaren können. Aber um da nochmal einen wichtigen Impuls zu geben, weil die ersten Karten ja so positiv waren.
Da kommt jetzt eine Veränderung herein und die Zeichen kündigen diese schöne Veränderung auch schon an. Eine Veränderung, dass hier eben Masken gelöst werden, dass das Risiko kleiner wird. Ja, wenn da letztendlich noch irgendwie Angst ist zu vertrauen, wenn da noch irgendwie etwas unklar ist. Natürlich, da sind noch gewisse Ängste da, wenn man noch nicht hundertprozentig authentisch über Gefühle sprechen kann oder noch nicht authentisch zu dieser Liebe stehen kann, weil noch andere beeinflussende Faktoren, das kann jetzt das Umfeld sein, das kann jetzt auch ein Job sein, das kann hin und her zwischen euch beiden sein, ne? Wo ihr da irgendwie in einer Dualität seid. Aber trotzdem, hinter dieser Maske zeigt sich hier eine wunderschöne Veränderung und das Vertrauen möchte eigentlich auch kommen. Hab also auch du Vertrauen. Es benötigt jetzt noch ein wenig Zeit und Mut, damit du auch hier erkennen darfst, diese Zeichen, die du bekommst, ist auf jeden Fall eine beglückende Veränderung. Ne? Der Storch steht für eine schnelle, schöne Veränderung, die mit etwas Zeit schneller auf dich zukommt, als du denkst. Ja, in dem Moment wahrscheinlich. Ich kenne es nur zu gut, wenn man es gar nicht erwartet, dann kommt meistens das. Ja, was man nicht erwartet. Oder was man sich wünscht, aber in dem Moment nicht erwartet. So kann man es am besten beschreiben. Ja, aber so, mit dieser Botschaft will ich euch sonst noch jetzt noch nicht stehen lassen. Ich glaube, ne doch, ich nehme ein anderes Kartenset. Ich habe nämlich hier noch andere Karten. Die Antworten der Engel. Was darf ich noch zu dieser Botschaft wissen? Ja, du darfst vertrauen. Die positive Veränderung kommt. Du darfst daran glauben. Ja, du darfst also letztendlich vertrauen. Es ist alles hier auf dem richtigen Weg. Ja, du wirst ans Ziel kommen. Ja, die beglückende Veränderung ist da. Ja, auch noch ein paar Risiken und Masken werden hier aktuell getragen. Aber ja, du darfst definitiv vertrauen.